Hallo liebe Gäste, willkommen auf MS Amera. Wenn Sie noch nie an Bord waren, ist es ja anfangs immer ein wenig verwirrend, bis man sich überall und auf den einzelnen Decks zurechtfindet. Das ist ganz normal. Genau dafür haben wir diesen Film gemacht, damit Sie sich schnell von Anfang an Bord besser orientieren können. Frisch angekommen und kurz nach der Einschiffung haben Sie eventuell noch ein paar Fragen an die Reiseleitung oder die Rezeptionisten. Die Rezeption auf Deck 8 mittschiffs ist also Ihre erste Anlaufstelle, egal ob Sie Fragen zu Ihrer Kabine haben, dem Internetzugang oder auch beispielsweise dem Tagesprogramm. Denn hier finden Sie alle Informationen, Sie bekommen dieses auch täglich auf Ihre Kabine geliefert. Und übrigens, Ihre Kreditkarte lesen Sie erst ein, wenn Sie dazu im Tagesprogramm aufgefordert werden. Und selbst dann haben Sie bis zum Ende der Reisezeit, zur Rezeption zu kommen. Und dazu starten wir auf MS Amera ganz unten und bewegen uns Schritt für Schritt weiter nach oben. Auf allen Decks bis auf dem Sonnendeck stehen unseren Gästen Kabinen zur Verfügung. Nach dem Öffnen Ihrer Tür stecken Sie bitte Ihre Kabinenkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz, um den Strom zu aktivieren. Liebe Gäste, in Ihrem Schrank befindet sich dann der Safe mit entsprechender Schließanleitung und gleich darunter in der Regel der Föhn. In einem Notfall wählen Sie entweder die Nummer 90 oder drücken die entsprechende Taste auf Ihrem Telefon. Eine Rettungstafel an der Innentür Ihrer Kabine führt Sie im Ernstfall zu Ihrem Rettungsboot. Schauen Sie dazu auch unser separates Sicherheitsvideo auf Kanal 2 an. Des Weiteren sehen Sie auf Kanal 1 die Route der Reise und hören die Durchsagen. Insofern MS Amera über Satellitenempfang verfügt, sehen Sie neben Informationsfilmen auch das deutsche Fernsehprogramm. Sprechen Sie bei Fragen auch gerne Ihre Kabinenstewardess oder Ihren Kabinensteward an. Alle Kabinengänge haben übrigens eins gemeinsam. Sie führen entweder zum Treppenhaus A im vorderen Teil des Schiffes oder zum Treppenhaus B im hinteren Teil von MS Amera gelegen. Wir beginnen unseren Rundgang am besten in der Mitte des Schiffes auf Deck Nummer 4. In jedem der Treppenhäuser finden Sie solch eine Tafel mit den Informationen, wo Sie sich und wo sich die Räumlichkeiten auf diesem und weiteren Decks befinden. Praktischerweise sehen Sie auch gleich, ob Sie Richtung Vorschiff oder Achtern, sprich nach hinten gehen möchten. Auf Deck 4 finden Sie unser Hospital mit dem Schiffsarzt und zwei Krankenschwestern. Ein Deck höher passieren Sie den Kreativraum, welcher beispielsweise gerne für ruhige Sport- und Gymnastikprogramme genutzt wird. Auf Deck 5 und 6 im Treppenhaus A finden Sie in der Regel auch die Gangway, sprich den Ausgang zum Verlassen des Schiffes vor. Das Orion-Deck 6 ist aber auch ein weiteres klassisches Kabinendeck, auf dem Sie auf der Steuerbordseite, also in Fahrtrichtung rechts, gegenüber der Kabine 649 zum Waschsalon gelangen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kleidung zu reinigen und zu bügeln. Die Münzen dafür erhalten Sie an der Rezeption. Liebe Gäste, mittlerweile bin ich auf Deck 7 angekommen. Hier gibt es jede Menge zu entdecken. Angefangen mit unserem Kartenspielzimmer geht es weiter in unsere beliebte Harry's Bar mit separatem Raucherbereich. Gleich nebenan lädt Sie Flottenküchenchef Fritz Pichler in unser Spezialitätenrestaurant zu einem ganz besonderen Menü ein. Kommen Sie mittags gerne ohne und abends mit Anmeldung. Wenden Sie sich dafür bitte zwischen 17 und 17:30 an unseren Restaurantchef, der Sie am Eingang erwartet. Oder Sie lassen sich im Restaurant Amera bzw. ein paar Schritte weiter im Restaurant Ozean verwöhnen. Im Tagesprogramm sind übrigens Einlasszeiten angegeben. Das heißt, Sie können ganz entspannt auch später kommen.
Einen guten Drink inklusive fantastische Aussicht finden Sie hier an der Phoenix Lounge, achtern auf Deck 7, wo übrigens das Rauchen erlaubt ist. Ebenfalls auf dem Promenadendeck schließt sich die Phoenix-typische Rundumlaufpromenade mit einer Länge von 380 Metern an. Zurück im Schiffsinnern nehmen wir Sie nun mit auf Deck Nummer 8. Es geht vorbei am Pianosalon für gemütliche Stunden an der Bar oder in einem der modernen Lounge-Sessel. Und gleich nebenan haben wir etwas ganz Außergewöhnliches für Sie. Darf ich vorstellen, das MS Amera Kochstudio. Hier erwarten Sie auf Ihrer Reise ganz besondere Kochevents. Und nebenbei ist es auch noch das bordeigene Kino. Entlang der Galerie des Photoshops liegt das Phoenix Bordreisebüro für Ihre Ausflugsbuchung. Und seitlich davon finden Sie den Eingang der Boutique. Am Ausgang der Einkaufsmeile führt sie ihr Weg auf Deck 8 weiter zur Backbordseite und damit in die gut sortierte Bibliothek. Hier besteht außerdem die Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Gleich daneben schließt die Kreuzfahrtberatung an, bis sie wieder an der Rezeption ankommen und sich weiter nach vorne im Schiff bewegen. Nach dem Videoshop für den Film der Reise geht es dann in die Atlantic Show Lounge. An Landtagen ist hier der Treffpunkt für Ihre Ausflüge. Sie erhalten übrigens dafür kein Papierticket mehr, sondern kommen einfach mit Ihrer Buchungsübersicht, welche Sie an Bord erhalten haben, zum Treffpunkt. An Seetagen dagegen erleben Sie hier in der Atlantic Lounge spannende Lektorate und ein unterhaltsames Showprogramm auf höchstem Niveau. Und bevor Sie zur Show gehen, lassen Sie es sich beispielsweise ein Deck höher auf Deck Nummer 9 achtern gut gehen. An dieser Stelle erwartet Sie der Beauty- und Friseursalon als auch der Amera Spa-Bereich mit Massageräumen, zwei Saunen und einem großen Fitnessstudio. Draußen auf der Außenterrasse am Heck des Schiffes steht Ihnen ein beheiztes Außenbecken als auch zwei warme Whirlpools zum Entspannen zur Verfügung. Ansonsten gibt es auf dem Apollo-Deck 9 als auch ein Deck höher, dem Jupiter-Deck, weitere Kabinen. Ich bin mittlerweile auf Deck 11 angekommen, im Eventbereich von MS Amera mit unterschiedlichen Veranstaltungen. Nach vorne auf dem Lido-Deck geht es jetzt zur Brücke. Wir nehmen Sie aber mit nach hinten zum Lido-Buffet-Restaurant. Dieses Restaurant heißt unsere Gäste zu den täglichen Speisen in Buffetform willkommen und hat dazu noch einen angrenzenden schönen Wintergarten zu bieten. Auf Deck 12 hinten wird's mit Minigolf in Fahrtrichtung rechts und Shuffleboard auf der gegenüberliegenden Seite sportlich. Oder Sie trinken auf demselben Deck vorne eine Tasse Kaffee oder ein Glas Sekt. Und dazu bin ich in der Panorama Lounge angekommen und hier ist der Name wirklich Programm. Und so kommen wir auf dem Sonnendeck ganz oben auf Deck Nummer 13 an. Der beste Ausguck des Schiffes. Liebe Gäste, damit verabschiede ich mich von Ihnen und hoffe, Sie finden sich ganz schnell an Bord zurecht. Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Reise auf MS Amera.